Los geht's. Los geht's. Tschüssi. Wir warten noch. Ich bleib bei. Keine Ahnung, wie ich bleibe. Ich habe schon auf dich gewartet, Tolle. Hallo Suzuki, Honda, hallo Mitsubishi, bist du auch noch hier? Oh, oh, Rana, ist es nicht schlecht, wenn wir zusammen gesehen werden? Tolle wird uns schon nicht verraten. Außerdem wollte mein Fukan und ich Salmagnis so gerne mal wiedersehen. Wie du meinst, dann werde ich Salmagnis jetzt rufen. Hallo, Salmagnis. Salma! Das ist deine Chance, du gib Salmagnis den Kloß. Du wirst Salmagnis in den Kloß zu. Hol. Salma! Salmagnis. Uff, Glück gehabt. Ich hätte schon befürchtet, dass es nicht auftauchen würde. Dann lass mich dir noch die Melodie beibringen, mit der du Salmagnis rufen kannst. Ich kenne die doch schon. Salmagnis hat sich deine Melodie angeprägt. Du hältst die Wassertafel von Salmagnis. Yay! Los geht's. Salmagnis wird es dir ermöglichen, das stille Binnenmeer zu überqueren und so die Feuerspeise zu erreichen, Tolu. Ich gratuliere dir, Tolu. Uka. Rana. Fisch, 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 fisch. Hi, hi, hey, hi, hi. Hello, Kugetti. How are you doing? I hope you're being fine. Haven't seen you in a long time. I hope your day was awesome. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass der frühere König dieses Vulkan hier gerettet hat. Damals haben Suzuki und Salmagnis auch mich vor dem Tode bewahrt. Ja, bewahrt. Seither empfinde ich große Zuneigung für Suzuki. Doch wie du vielleicht weißt, gibt es einige, die schlecht über mich reden. Deshalb treffe ich mich normalerweise nur mit Suzuki, wenn uns niemand dabei sieht. Ich möchte nicht, dass sein Ruf darunter leidet. Natürlich habe ich dich gerettet, Rana. Das hätte jeder andere auch so gemacht. Dein mutiger Einsatz hat mich dazu inspiriert, selbst Courage zu zeigen und Vulcano nicht gegen seinen Willen zum nächsten König zu machen. Ha, lassen wir das Thema lieber. Vibing just got done setting up a vinyl player and sound system. Nice. Spent a bunch of money after Christmas. I also got a TV. Oh damn, that's good. How was your holiday? My holidays were really good. I'm currently not working for 1 week at least. I got vacation. And yeah, I enjoyed playing and streaming. I enjoyed walking and jogging until yesterday, because while I was jogging doing my exercises, I fucking almost broke my foot because I stumbled and flew like 2 meters. Oof, yes, oof indeed. But I'm fine. I was today in the hospital to get it checked out, and nothing bad. But yeah. Fuka. I'm currently enjoying my time playing and streaming Pokémon Legends Arceus. Hör gut zu, wenn die Großschwester spricht, Einmischungen in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestanden, dies hier hat der Dorn in eurem Auge. Ich bin so stark, dass ich es selbst kaum glaube. Die mittlere Schwester, das bin ich. Ihr habt keine Chance, nicht gegen mich.
Ich kralle mich fest, ihr werdet mich nicht los. Ephelia ist der Name, merkt ihn euch bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand erstickt im Prompt im Keim. Ich prompt nur klein. Mein Name ist Nessia, an Talent so reich. Wer sich in die Nesseln setzt, bereut es gleich. Wie Unkraut werden unsere Namen ohne Frage im eisigen Hisui tiefe Wurzeln schlagen. Vor euch stehen die unbeugsamen drei. Unkraut vergeht nicht. Es ist vorbei. Und jetzt schnappen wir uns dieses Vulcano. Ihr wollt euch meine Partner schnappen? Spart euch die Scherze für eure lächerliche Vorstellungsnummer. Ganz genau. Jetzt Gengar. Oh, Gengar, no. Fuka! Ey, yo, what the fuck? Fukalo gehört uns. Nur wegen der Engstirnigkeit des Diamant- und Perlclans haben wir es hier in Hisui so schwer. Wenn wir in Freiheit leben wollen, brauchen wir mächtige Pokémon. Wir werden nicht nur dafür sorgen, dass Vulcano richtig stark wird, wir werden es sogar zu einem König machen. Gehen wir zurück in unser Versteck. Dort ist es so heiß, dass uns niemand hier stören sollte. Lol. Kann ich meinen Gänge auspacken? Ey, yo, what the fuck? Was? Nein, Vulcano! Oh shit. Was machen wir denn jetzt, Tolu? Das ist ganz und gar nicht gut, oder? Ich habe meinen Partner noch nie kämpfen lassen. Bitte, Tolu, du musst meinem Vulcano helfen. Dieses Pokémon liegt mir sehr am Herzen. Sie haben so gesagt, ihr Versteck sei an einem Ort, an dem sie niemand stören würde, Vulcan. Mir fällt nur ein Ort im Koboldküstenland ein, auf dem diese Beschreibung passt. Die Feuerspeinsel. Mit Salmagnis Hilfe solltest du es jetzt auf die Insel schaffen. Auch ich möchte dich inständig bitten, rette Ranas Vulcano. Natürlich. Danke, vielen Dank. Wir werden auch zur Insel aufbrechen. Halt, Rana, du sollst bei dir kleine Vulcano bleiben und hier. Warte, Entschuldigung. Ich werde mit ihm zum Insel gehen. Zur Insel gehen, meine Güte. Ich kann nicht mehr lesen. Uff, eine Insel voller Blitze und Banditen. Aber egal, ich muss es tun. Lass uns gehen, Tolu. Ach, bezüglich Salmagnis. Es kann nicht nur schwimmen, sondern auch in die Höhe springen. Und sogar, das sogar zweimal hintereinander. Außerdem solltest du in der Lage sein, von seinem Rücken aus Items zu werfen. Ich schätze, jemand mit deinen Fertigkeiten könnte so auch Bälle werfen und Pokémon fangen. Ich muss erst etwas Mut tanken, bevor ich aufbrechen kann. Warum gehst du nicht schon mal vor? Machen wir. Ja, wir können jetzt rufen. Wasser überquere mit Salmagnis. Drücke den Plusknopf oder den A-Knopf, wenn du dich im Wasser befindest, um per Salmagnis das Wasser zu überqueren. Während du auf Salmagnis reitest, kannst du auch weiterhin Items werfen. Außerdem kannst du während eines Sprungs ganz in Ruhe zielen. Na dann los. Aha. Springen. Aha. Und Bisch. Njung. Los geht's. Okay, wir sind noch ein bisschen langsam. Aber wir machen das schon. Entschuldigung, was ist denn da? Ach ne. Ey, yo, what the fuck? So. Surfen jetzt mal weiter oder fahren jetzt mal weiter. Das ist hier nicht alles vom Wassersport, ne? Was ist denn da? Ich hab da irgendwas dort gesehen. Okay, ne, Drifflon. So, wir sitzen da nach links. Oh, was ist denn das? Warte, was war das? Ich weiß, das ist ein Elite da. Ach, Mantag. Mantags. Ne. Oh, da geht's hier rein. Gehen wir mal direkt da rein.
Los geht's. Let's go. So, jetzt bin ich jetzt hier drin, ne? Ich hoffe. Ey, yo, what the fuck, Bruder? Und wir sind hier. Okay, ne, das sah gerade komisch aus. So, los geht's. Und wir sind jetzt auf der Insel, der Feuerspeinsel. Nice, dude. Und da werfen jetzt mal ein paar. Oh fuck. So. Und hier ist der Vulkan. Wie ein Vulkan aus einer entfernten Welt. Speist du. Doch, wir sind jetzt hier. Ups. Puh. Da wären wir, die Feuerspenzel. Hier ist es wirklich sehr heiß. Ich bin jetzt schon in Schweiß gebadet. Und als wäre das nicht genug, gibt es hier auch noch Banditen und Gespenster. Tut mir leid, aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du vorgehen könntest, Tolu. Das arme Vulkan, was sie ihm wohl gerade antun. Na dann gehen wir jetzt hoch. Ich halte schon mal mein Wasser-Pokémon bereit. Ja. Patronin. Auf welcher Level bist du? 40, ne? 31, machen wir. Die lernen wir mal jetzt nebenbei. Tackle. Eieieiei. Aquarelle, los. Lebt noch. Giftwolke, Schlägspiel. Nice. Und weg mit dir. Nice. Nice Levelaufstieg. Wir haben bald auch die Entwicklung hoffentlich, ne, mit ihm. So, Schwarzglanzstein. Meine Tasche ist voll. Ungünstig. Müssen wir ein paar Sachen wieder verkaufen, ne? Wieso greife ich jetzt erstes an? Giftwolke und vergiftet. Ah. Aquarelle, los. Nice. So, Level up, genau. Einfach immer wegklatschen. Und Schwertanz. Ah, nicht Schwertanz. Aquavelle und One-Hit. Sehr gut. Perfekt. Jawohl, Level 31 auch noch. Meine Tasche ist immer noch voll. Bosch Level 2. Wir gehen mal komplett. Oh, yo, what the fuck? Wir gehen mal jetzt komplett hoch. Phoenix einsetzen ist aber in Ordnung. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht durch das Gift. So, hallo. Ich hoffe, ich bin hier richtig. So. Los, entwickle dich endlich. Wir haben extra diesen Ort aufgesucht. Angeblich entwickelt sich jedes Pokémon weiter, das mutig genug ist, herzukommen. Ob du es willst oder nicht, du willst stärker werden, verstanden? Huka! Dieser Störenfried schon wieder. Ich werde mich um ihn kümmern. Los, Rex Blissa! Okay, Rex Blissa? Bandit Ephelia fort hier raus. Oh Gott. Psycho Braut. Oh. Das ist ein Eis-Pokémon, ne? Glaub schon. Level 35. Ach, scheiße. Energieball. Nee, das ist ein Pflanzen-Pokémon, glaube ich sogar. Split. So, ist eine Pflanzen-Pokémon. Dafür muss jetzt Ponita her. Los, Ponita. Flammenrad. Wow. Flammenrad. Zack, weg ist es. Kampfender. Ich begreife es einfach nicht. Wie konnte ich nur verlieren?
Nice. Dachtest du etwa, ich würde mein armes Rex Blisser bei dieser Hitze mit voller Kraft kämpfen lassen? Pa! Es hat sich natürlich zurückgehalten, sonst hättest du niemals gewonnen. Warum hast du es dann überhaupt erst in den Kampf geschickt? Erzähl mir dran, Toxic Quark, lass sie in deinem Gift baden. Oh, okay. Banditen Nessia fordert dich heraus. Uiuiui, Gift-Pokémon, ne? Oh, ich hab Pocket Ticket draußen. Oh, nicht gut. Nicht gut. One-Hit. Ja, aber es ist halt ein Fehl-Pokémon, das... Shit. Oh, das ist jetzt ungünstig. Was steht hier? Muss jetzt ran. So, dann. Bam. Immer unter Half-Life und jetzt müsste es down sein. Bam. Perfekt. Jetzt ist die dritte Person wahrscheinlich noch kämpfen. Wieso verliere ich gegen so einen Einfallspinsel? Das bringt mich echt zum Kochen. Nice. Da habe ich mich wohl selbst in die Nesseln gesetzt. Ich habe es dir schon mal gesagt. Ich habe noch eine Rechnung offen mit der Galaktik-Expedition. Den ganzen Frust, den ich verspüre, seit ich aus Kanto herkam, hierher kam, den lasse ich jetzt an dir raus. Okay, kein Problem. Wir machen dich auch fertig. Los geht's. Banditin Distia. Oh, Eis müsste da, glaube ich, hier gut sein, ne? Bin mir nicht sicher, aber Eis müsste, glaube ich, gut sein. Ja, sehr gut sogar. Und tschüss, One-Hit. Noch kein One-Hit. Dampfwalze, Auch wenn es nicht... Ja, hat trotzdem auch übelst Schaden gemacht. So. Perfekt. Geht zurück, weg. Kommt jetzt noch Gengar? Ja, Gengar. Oh, Tempotechnik, wow. Hypnose. Junge. Würde. Ey, yo. Oh, das ist jetzt nicht gut. Ich habe keinen Beleber mehr. Mit meinem starken Pokémon. Ich habe auch noch drei Pokémon. Aber hey, mein anderes Gengar. Meins ist viel größer als dein. Spinster Aura, los. Aha. Die ist easy. Kampfende. Ich muss besser aufpassen. Nice. Moment mal, wir wurden alle besiegt. Besser als Rex Blisia und Nessias Toxic Quark sind die jetzt wieder fit. Solange wir uns die Tränke nicht ausgehen, können wir immer weiter kämpfen. Oh Gott. Luca! Hey, was soll das, du Zwerg? Du gehst mir ganz schön auf den Zeiger, weißt du das? Kano! Erteile mir eine Lektion, Toxic Quack. Tut mir leid, du wirst noch ein bisschen mehr schwitzen müssen, Rex Blisser. Auf in den Kampf! Nicht, Bukano, du kannst nicht alle drei auf einmal besiegen. Rana, was machst du hier? Du sollst doch auf doch mit Bukano warten. Es ging nicht anders. Bukano ist einfach ins Meer gesprungen und zur Insel geschwommen. Damn. Wie bitte? Es fürchtet das Meer doch so sehr, weil sein Vater davon verschluckt wurde. Uka. Aru? Kano! Es hat seinen Mut bewiesen.
Das Junge des verstorbenen Königs hat sich entwickelt. Er fand die Stärke in sich, seine Probleme zu stellen. Darin lag die wahre Probe seines Mutes. Was passiert hier gerade? Wieso entwickelt sich dieses Pokémon jetzt? Spürt ihr auch, dass hier irgendetwas nicht stimmt? Oh oh. Oh nein, Vulkan wurde getroffen. Also Arcani jetzt. Oh no. Jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Was? Pass auf, Rana! Aru. Arr. Was passiert hier? Das ist wie bei den anderen Königinnen. Es wurde von einem seltsamen Blitz getroffen und ist in Rage verfallen. Oje, deshalb wollte ich nicht auf diese verfluchte Insel kommen. Ach, so ein Mist. Bis eben lief alles noch reibungslos und dann macht dieser jetzt nicht mehr so kleine Nervenzwerg alles zunichte. Verschwinden wir von hier, Schwestern. Nichts ist es wert, sein Leben dafür zu riskieren. Awuga? Wartet gefälligst. Das ist alles eure Schuld. Rana, wir können ja hier auch nicht bleiben. Sonst stürzt sich Arcani noch auf uns. Machen wir uns schleunigst auf die Socken, Tolu. Rani. Was wirst du wegen Vulcano, nein, wegen Arcani unternehmen? Ich bin seine Wächterin. Es ist meine Pflicht, das Kleine unter Einsatz meines Lebens zu beschützen. Ah, Moment. Was können wir tun, um Arcani zu besänftigen, Tolu? Ihn mit Sachen beschmeißen. Wir brauchen Ruhegarm. Ja, Ruhegarm, so ist es nicht. Bella, was redest du da? Und wieso bist du überhaupt hier? Na, hör mal, ich bin immer noch das Oberhaupt des Perlclans, Rani. Eben habe ich es noch ruhig gelassen, aber ich heiße Rana, nicht Rani. du sollst mich nicht so nennen. Aber ja, natürlich. Die große Perla, die mit ihrer Elysium-Flöte einen Pokémon rufen und überall in Hisui auftauchen kann. Natürlich haben sie dich zum Oberhaupt gewählt. Dann sollte es dich ja nicht verwundern, dass ich mich auch mit in Rage geratenen Königinnen und Königinnen ein wenig auskenne. Einen Moment. Einen Moment mal kurz. Ich muss gerade was nachschauen. Es gibt eine besondere Methode, um sie wieder zu besänftigen. Die Ruhegarm. Dafür kombiniert man die Lieblingsspeise des Pokémon und wirft sie ihm in einem Säckchen zu. Richtig, Tolu? Ja. Wenn das so ist, kann ich euch Vulcanos Lieblingsspeise geben. Ich trage immer etwas davon mit mir herum. Ihr wisst schon, für den Fall, dass es mit seiner Flamme mal wieder bei der Herstellung von seinem Magnus Lieblingsspeise hilft. Du bist einfach auf jede Situation vorbereitet, Suzuki. Dann lasst uns dieses Ding herrschen, das ihr Ruhegarm nennt. In Ordnung, gehen wir ans Werk. Einen Moment.
fertig, dann damit hätten wir jetzt die Ruhe gehabt. Sag mir bitte Bescheid, wenn du dich dem König stellen willst. Ja. Ich bin theoretisch bereit. Erstmal soll ich mal speichern, ne? Ich habe jetzt lange nicht mehr gespeichert. So, speichern. Und dann? Los geht's. Bist du bereit, Tolu? Ja, das bin ich. Tolu. Bitte kümmere dich um Akane. Es mag jetzt ein König sein, aber diese grenzenlose Wut bereitet ihm sicher große Qualen. Sei bloß vorsichtig. Der frühere König konnte eine verheerende Attacke entfesseln, nachdem er eine Weile stillstand um sich herum Licht bündelte. Denk daran auszuweichen, damit er dich nicht erwischt. Jetzt kommt es zu einem Kampf. Oh wow. König der Insel, Akane. Los geht's weiter. Wir machen jetzt fertig. Los. Oh oh. Aha. Timing. Lol. Boom. Aha. Los geht's. Ich bin gut vorbereitet, Kollege. Siehste, dodgen kann ich. Aha. Oh Lord, was? Oh, scheiße. Wurde doch im Nachhinein getroffen. Scheiße, nochmal. Nein, ich darf nicht zu ihm dodgen. Ich muss seitlich dodgen. Oh, what? Nein. 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 Ich werfe mir kein Pokémon zu. Ich will es ihn so besiegen. Ohne Kampf, ohne Kampf. Das ist der passive Run. Yo, what the fuck? Das ist unfair. Oh. So, genau so. Der Pazifisten Run lebt. Los. Hey, yo, what? Los, bleib hier. Hey, yo, what? Ich bin noch gedodged? Du im richtigen Moment oder in die Wand reingedodged? Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Scheiße, ich war zu nah dran. So, oh, oh. Nice. Ne. Ich darf nicht zu nah sein. Oh, oh. What? Alter, komm. Ich bin doch ausgewichen. Naja, eben nochmal. Dann eben nochmal. Mit schwarzen Augen. Der Kampf ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, möchte ich. Los, nochmal. Da bin ich ja ausgewichen. Perfekt eigentlich sogar. Los. Jawohl. Bleib hier. Boom. Oh, oh. Perfekt. Na, passt schon. Perfekt. Oh, oh. So, wir machen es schon, wir machen es schon. Easy, easy. Komm. Easy. Und abwerfen. Abwerfen. Oh, oh, oh. Ach, komm schon. Ich hasse es. Bleib hier, bleib hier. Auf den Arsch abgeworfen. Perfekt. Du bleibst jetzt hier. Nice. Wir haben es jetzt gleich. Oh, oh. Nice. Nein. Komm schon. Boom. Oh, oh. Oh, ich bin. Das war nicht der Plan, vielleicht seitlich dodgen, aber egal, hat funktioniert. Bleib hier, Mann. Ah, jawohl. Sehr gut. Die Mitte brennt halt immer noch, Alter. Was ist das denn? Muss ich jetzt von hier aus alles werfen, wenn er die ganzen Kugeln wieder macht? Oh. Los, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Swing. Nice. Wir haben es.
Aha. Nice. Nice. Seht ihr das? Das Licht aus Akanis Körper geströmt ist. Es verschwindet im Riss im Himmel. Du hältst die Feuertafel von Akani. Dieser Steintafel wohnt die Energie des Typs Feuer in. Okay, perfekt. Ich frage mich, was jenseits dieses Risses liegt. Ein Moment. Ich muss mal gleich was messen, aber es ist, glaube ich, mehr. Naja. Aru? Hm? Habe ich da gerade die Rufe zweier Akani gehört? Da. Und weg ist es. Verstehe, so ist es also. Fukano, nein, Akani, König der Insel. Von jetzt an müssen wir getrennt leben, wenn wir beide unserer Pflichten nachkommen wollen. Gar nie. Keine Sorge, du bist jetzt stark genug, wesentlich stärker als ich sogar. Gar nie. Erfüllen wir unsere Pflichten als König und Wächterin. Geh nun, mein König der Insel. Gar nie. War ich der Einzige, der den Ruf des früheren Königs Akani gehört hat? Ja, das hast du dir nur eingebildet. Lol. Bitte, tu mir das nicht an. Ich bin schon ängstlich genug, wenn ich jetzt auch noch die Stimme von Geistern höre. Tut mir leid, dass ich dir Angst eingejagt habe. Ich habe den Ruf des früheren Königs ebenfalls gehört. Anscheinend war ich nicht die Einzige, die stets über das kleine Fukano gewacht hat. Ich danke dir, dass du Akani nach seinem Aufstieg zum König besänftigt hast, Toru. Eigentlich hast du schon genug für uns getan, aber ich möchte dich trotzdem darum bitten, auch Perla weiterhin zu helfen. Dann lass uns gehen, Suzuki. Toru. Ich konnte nur zusehen. Rana wurde stets vorgeworfen, sie sei nicht in der Lage, Fukano zum König aufsteigen zu lassen. Alle im Perlclan haben das angesagt. Daher schlug ich ihr vor, es mit einem besonderen Training zu versuchen, doch das verärgerte sie nur. Sie erklärte mir, dass das Kleine den Tod seines Vaters mit eigenen Augen angesehen und sein Herz dadurch tiefe Wunden davongetragen habe. Würdest du es angesichts dessen für eine Wächterin als angemessen erachten, dem Kleinen ein hartes Trainingsregiment aufzubürden? Das hat sie mich gefragt, sie wirkte so wütend. Und als Akane dann zum König wurde und in Rage geriet, konnte ich nichts tun. Aber die Ruga. Obwohl ich erst später dazugekommen bin und außer den Ruga nichts beigetragen habe, hast du so nette Worte für mich übrig, Tolu. Deren bin ich nicht würdig. Ich war noch sehr jung, als ich Oberhaupt wurde und wusste nicht, in welche Richtung ich den Perlclan führen sollte. Deshalb habe ich krampfhaft an unseren uralten Bräuchen und Städten festgehalten, auch wenn ich dafür als altmodisch bezeichnet wurde. Doch dank dir ist mir endlich klar geworden, was ich will. Ich möchte Hisui beschützen. Ich würde gern bald wieder gegen dich kämpfen, Tolu. Wenn ich an der Seite meines Partners in den Kampf ziehe, kann ich hoffentlich die Stärke erlangen, dir zu helfen. Und mit jedem Mal habe ich das Gefühl, dass meine Welt ein Stückchen größer wird. Schon wieder habe ich etwas von Rana gelernt. Ich muss mich später bei ihr bedanken. Außerdem will ich dringend wissen, was zwischen ihr und Suzuki vor sich geht.
Aber jetzt muss ich hier weg. Es ist viel zu heiß, auch wieder Sentolu. Ja, es ist sehr heiß hier. Weil ich halt in dieser Welt bin. Oh. So, perfekt. Wir haben es jetzt geschafft, ne? Und gehen wir mal zu dem Boko zurück und berichten von unserer Expedition. Na, hallo? Achso, meine Tasche ist voll, deswegen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet oben. Ich muss viele Sachen wieder zurückpacken, ne? Ach ja, und außerdem, ne? Taschenerweiterung kaufen. Achso, wieso mache ich das? Wieso bin ich so doof? Ich bin halt so doof. Es tut mir leid, Freunde. Ich bin halt so doof. Ich kann auch einfach mich teleportieren. So. Moment. So. Aber da erstmal berichten, ne? Falls wir was zu berichten haben. Hier. Aufgaben. Wir kriegen 100 Punkte. Nice. Wir sind bald Level 5. Impressive. Du hast also tatsächlich Akane, den König der Insel, besänftigt. Hier rennst du auf zurück und erstatte Denboku Bericht. So, auch zu Denboku. Alter, erstmal bevor wir zu Denboku gehen, will ich mal gucken, ob ich einen Leuchtstein habe. Ich hab da kurz Mikrofon umgeboxt. Komm, gib Gas, so. Erstmal Pokebälle herstellen, ne? 27 Stück, passt. 4, passt. Hab ich kein Internet mehr? Ah, Moment. Doch, ich hab noch Internet, oder? Ja. Habe ich. So. Dann. Warte, ich wollte ja hier nachgucken. Alles so. Leuchtstein. Habe ich einen Leuchtstein oder sowas ähnliches? Habe ich einen Leuchtstein? Ich glaube nicht. Scheiße. Okay, na dann. Dann gehen wir zurück. Nehme ich mal ein paar Nebenmissionen an. Der Geschmack von Honig, nice. Weg und dann berichten wir das an Denboku. Noch eine Etage weiter hoch. Einen Moment. Sorry, wieder da. Und dann? Hallo. Gute Arbeit im Koboldküstenland. Du hast nicht nur der Galaktik-Expedition, sondern auch dem Perl-Clan damit einen großen Dienst erwiesen. Es wäre durchaus wünschenswert, wenn deine Bemühungen auch Einfluss auf den Riss im Raumzeitgefüge hätten. Während wir imstande den Riss zu schließen, würde sich damit möglicherweise auch die Zweifel an dir in Luft auflösen. Allerdings habe ich nicht die geringste Ahnung, wie genau man das anstellen könnte. Ja. Soweit so diszipliniert. Nice. Die Insel ohne König bestanden. Perfekt. Perfekt. Oh. Da, wieder gemeinsam essen. Haha. Meine Kartoffelmochi haben heute eine leicht andere Note, weil sie in der Flamme eines Pokémon geröstet wurden. Wohl bekommt's. Oh, ich hätte so gern den Moment erlebt, in dem ein Pokémon zum König aufsteigt. Ehrlich gesagt, kann ich sie mir nur schwer auf dem Rücken von Salamagnus vorstellen. Ich kann nicht mal einen Ball richtig werfen. Oder einen Pokémon ausweichen, selbst wenn mein Leben buchstäblich davon abhängt. Glaubt hier wirklich jemand, dass ich auch nur eine Sekunde auf Salamagnus über die Wellen reiten könnte? Nichtsdestotrotz. Wer sich stets bemüht, dem wird am Ende entgolten. An dieses Sprichwort halte ich mich. Irgendwann
werde ich auf einem Pokémon reiten und meine Erfahrungen dann im Pokédex festhalten. Nice. Am nächsten Tag. Oh, hallo, wer bist du? Ich wünsche einen guten Morgen vom Himmel herabgefallener. Der Boss der Galaktik-Expedition Dembuku möchte, dass du sein Büro aufsuchst. Tolu, ich habe eine neue Mission für dich. Besänftige den König der Höhle, Elektroball. Er befindet sich im Kraterberg-Hochland. Elektroball ist in der Lage, Elektrizität in seinem Körperinneren zu speichern und dann stoßartig freizusetzen. Seit er es in Rage geraten ist, verursachen seine Stromschüsse gewaltige Explosionen. Um sicher zur Hoheitsstätte von Elektroball zu gelangen, benötigst du die Hilfe des Perlkans. Ich habe Perl bereits informiert. Moment mal. Warin? Egal wie viele ihr seid, mich könnt ihr nicht aufhalten. Oh, hallo. Hallöchen, Boss der Galaktik-Expedition. Hier bin ich. Du hast doch sicher nur vergessen, mir eine Einladung zu schicken, nicht wahr? Tsubaki, du kannst doch nicht einfach so hier reinplatzen. Wir haben gerade etwas Wichtiges zu besprechen. Genau deswegen bin ich auch hier. Wolltet ihr mich als Wächter von Elektroball etwa außen vor lassen? Das ist bereits geklärt. Tolu wird den König der Höhle für uns beruhigen. Autsch, hältst du echt so wenig von mir? Oder vom gesamten Diamant-Clan? Und glaubst du wirklich, dass so eine halbe Portion Elektroball beruhigen kann? Ich möchte mich aus tiefstem Herzen dafür entschuldigen, dass dieser Rüpel hier eingefallen ist. Dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Wächter Tsubaki ist einfach so stark, dass selbst ein gut trainierter Sicherheitstrupp ihn nicht aufhalten kann. Allerdings werde ich den Sicherheitstrupp nun einem noch härteren Training unterziehen müssen. Tsubaki, wegen dir wird sich der Sicherheitstrupp heute Nacht in den Schlaf weinen. Expeditionsleiter Dembuku kann mit seinen Sumo-Künsten ganze Felsen durch die Luft werfen. Lass uns zurück zum Thema kommen. Tolu, du beruhigst Elektroball. Tsubaki, dich möchte ich darum bitten zu helfen, falls es Probleme geben sollte. Okay, das machen wir. Und nun, macht euch auf. Dünne Luft und steile Pfade. Nice. Tsubaki, du solltest die Galaktik-Expedition oder zumindest Tolu auf keinen Fall unterschätzen. Sieh nur zu. So. Sagst du jetzt was dazu? Lass mich den Pokédex sehen. Nein, nichts. Okay. So. Dann hätten wir auch schon mal das gemacht. Ich guck mal noch kurz, wohin wir müssen. Vielleicht kommt noch eine Cutscene. Ja. Hier. Tolu, kämpfe gegen mich. Los geht's. Tsubaki, pass gut auf. Ein Feuer-Pokémon hat... Oh, ich bräuchte ein Feuer-Pokémon eigentlich. Scheiße. Ich wollte nicht sagen, dass das ein Feuer-Pokémon ist, aber ich brauche eins. Und tot. Yep. Ich hab vergessen, was er für Pokémon hat. Ah. Na dann. Bonita, los. So, los geht's. Du machst schon fertig. Bulipurba ist schon tot. Der überlebt das nicht. Der überlebt es 100 Pro nicht. Doch, überlebt das. Scheiße. Oh oh. Ruckzucki. Bonita, nein. Laubklinge. Sollte nicht stark sein, aber tötet mich fast trotzdem. Blut.
Bob. Haha. Evoli, was machst du? Tempotechnik. Huckzucki. Hat sogar ausgereicht. Scheiße. Eieieiei. Naja. Dann Toggetick. So. Und Huckzucki nochmal. Wie oft kannst du Huckzucki machen? Nee. Nur einmalig, okay. Na dann, Diebeskuss. Los. Bumm. Ja, Technik. Nice. Heilen. Aha. Ruckzucki. Ja, reicht nicht aus, aber es war ein Volltreffer. Und noch ein Ruckzucki. Okay. Alter. Na dann, Diebeskuss und Ende. Zack, gewonnen. Du hast immer die Musik. Jawohl. Oh. Die haben wurde geklatscht. Nice, der Aufstieg. Jetzt hast du gesehen, wie stark Tolle ist, Tsubaki. Du willst ihn nicht mehr verspotten, verstanden? Hm. Unseren Helfern vom Perlklein müsstest du am Übungsblatt finden, sobald du bereit bist. Also, bis später. Ich setze auf dich, Tolle. Mann, ich mag Diam sehr. Diam ist so cool. Los jetzt, Tsubaki. Auf dich wartet eine ordentliche Standpauke. Ja, bitte spar mir das. Hallo. Komm ins Büro des Forschungstrupps. Dort besprechen wir deine Mission. Dafür muss jetzt 4 sein. Oder 5? Ich hoffe nicht 5, Alter. Da muss ich wieder alles privat machen. Oh. Dein nächstes Erkundungsziel ist das Krater Berghochland. Dieses Gebiet befindet sich nahe am Riss im Raumzeitgefüge. Deswegen können wir nicht absehen, welche Gefahren dort lauern. Mit deinem jetzigen Rang solltest du in der Lage sein, das Kraterberg-Hochland zu erkunden. Nice! Es gibt da jemanden, dessen Unterstützung du bei den Nachforschungen zu Elektroball benötigen wirst. Begib dich jetzt zum Übungsplatz. Okay. Gehen wir dann zum Übungsplatz. Los geht's. Jetzt bin ich gespannt, wen die damit meint. So, erstmal hier alle Missionen hier annehmen. Was mache ich denn jetzt bloß? So wird Lias denken, dass seine Vater ein Mem ist. Eine Mem ist. Oh, dich kenne ich doch. Du gehörst zum Forschungstrupp. Nicht, stimmt's? Moment, Forschungstrupp? Das passt ja perfekt. Vielleicht kannst du mir behilflich sein. Mein Junge und ich, wir wollten eigentlich zum Strand des Aufbruchs. Es soll da nämlich spuken. Dummerweise kriegt mein Sohn bei Geistern aber mächtig Muffensausen. Die beste Lösung wäre natürlich einfach nicht zu gehen, aber was muss, das muss. Ist doch echt traurig, wenn man das, wenn man sein Leben lang Bammel vor Geistern hat. Also das wäre schade für meinen Sohn, meine ich. Ah ja, jedenfalls will ich mich mehr mit Geistern auseinandersetzen, um ihm dabei zu helfen, seine Ängste zu überwinden. Manche Pokémon werden zu doch Geistern erinnert, oder? Neblock zum Beispiel, wenn du mir Infos zu Neblock bringen könntest, wäre das super. Kann ich das nicht sogar jetzt machen? Nö. Okay, dann nehmen wir mal ein Mission hier noch an. Ups, laufen wir lieber von hier. Guck mal, das Dorf wird hier aber viel, viel größer, ne? Das ist ziemlich cool. Warte, nee, obwohl, bevor ich jetzt reingehe, gehe ich lieber hier hin. So. Hallo? Hm, mir fällt einfach nichts ein. Oder, oh, du kommst genau richtig im richtigen Moment. Ich brauche deine Hilfe, um eine neue Frisur zu erfinden. Ein Pokémon wäre eine gute Inspirationsquelle. Momentan schwebt mir Traunvogel vor. Ich habe das Gefühl, dass ich eine unheimlich tolle Frisur kreieren könnte, wenn ich mir nur ein Traunvogel genauer ansehen könnte. Wenn du einen Traunvogel fängst, lass mich bitte einen Blick darauf werfen. Kann ich das nicht jetzt schon? Wegen des Auftrags? Habe ich Traunvogel? Müsste ich ja bestimmt haben, oder? Habe ich nicht. Okay, ich habe es anscheinend nicht. Warte mal kurz. Oh, meine Schulter. Oh, Entschuldigung. Meine Schulter tut ein bisschen weh, du. Immer noch vom Sturz gestern. Traumfugil.
habe ich keinen Traum, als ob ich das nicht habe. Ich hätte doch 100% pro Traumvogel. Ein Start, sag ich doch. Aufgrund seines nächtlichen Golds fürchten sich viele Menschen vor Traumvogel. Aber jetzt, wo ich mal eins aus der Nähe gesehen habe, finde ich sie gar nicht mal so beängstigend. Sieh nur, wie anmutig sein Körper wogt und flattert. Ups, kurz mein Mikrofon wieder geklatscht. Das ist es, ich hab's. Mir ist eine großartige Frisur eingefallen und dazu auch noch die ideale Haarfarbe. Das habe ich alles Traumvogel zu und dir zu verdanken. Was meinst du? Willst du sie nicht gleich mal ausprobieren? Nice. So. Oh, einen Moment. Oh, lol. Aus dem Grund, wenn ich jetzt die Elgato Game Capture benutze, die Software-Version, um halt, das Spiel zu spielen und aber über OBS das ein bisschen anders aufzulassen, leckt manchmal der Sound einfach übelst hart. Deswegen war ich jetzt gerade verwirrt, als der Sound komplett abgestürzt ist. So, was für ein Pokémon brauchst du diesmal, Kollege? Du hast schon mal einen Kleinschein, du hast schon mal das andere Pokémon vergessen. Oh mein, ja, komm. Zertrümmerer. Gucken wir mal, haben wir überhaupt eins, was Zertrümmerer kann? Ja. Hier. Die Bunkel. Ja, bitteschön. Ja, perfekt. Ja. Und jetzt müsste der Acker komplett sein, ne? Und fertig. Seht ihr das an? Dank euch werden wir hier die feinsten Feldfrüchte anbauen können. Ich würde dein Pokémon gerne noch eine Weile hier behalten, damit es mir helfen kann. Falls du es gegen ein anderes Pokémon austauschen möchtest, das statt des Felsen zertrümmern kann, sprich es einfach an. Okay. Okay. Perfekt, der Acker ist noch größer. Alter, what the fuck? Seht ihr das? What the fuck passiert hier? Ey, yo, what the fuck? Alter, Bruder, bist du noch da? Ich speichere mal das Spiel hier. Alter, what the fuck passiert denn hier? Okay, jetzt ist es weg, weißt du? So, Übungsplatz. Wer warst du nochmal? Ich hab dich vollkommen vergessen. Naja, egal. Perla! Hallo! Der Herr hier neben mir ist der Wächter hin. Er wird dich zu Sneebus führen. Entschuldige, dass ich mich heute Morgen nicht vorgestellt habe. Ich bin hin, einer der Wächter. Um Elektroball begegnen zu können, sollst du dir die Kraft von Sneebus zunutze machen. Ob Sneebus dich anerkennt oder nicht, wirst du allerdings erst erfahren, wenn du ihm begegnest. Nun, zunächst einmal müssen wir sicher am Kraterberg ankommen. Es geht los. Alles einsteigen. Hin ist dir wirklich sehr ähnlich. Inwiefern? Er kam, genau wie du, plötzlich von irgendwoher. Außerdem hatte er seine Erinnerungen verloren. Vielleicht hilft es ja seinem Gedächtnis, wenn er mit dir unterwegs ist. Ich zähle auch diesmal wieder auf dich, Tolu. Nice. Wir können dann zum Kraterberg. Aber kurz mal schauen, ob ich noch was craften kann. Ja, ein paar Sachen jetzt lagern. Wir sortieren erstmal die Tasche, ne? Dann. Na. Wir brauchen halt Platz jetzt. So. Sonnenstein. EP-Bonbon. Genau. Stimmt, wie kriegt man nochmal EP-Bonbons? Habe ich vollkommen vergessen. Elite-Monster, glaube ich, beziehungsweise war das. So. Wieder Platz geschaffen. So. Dann laufe ich noch zum Ausgang. Und würde dann sagen, dass wir das für heute wieder beenden, denn wir haben jetzt wieder einiges erreicht. Ich mache das. Ich wollte das immer so häppchenweise zu machen.
Und wir haben das Spiel auch schon bald durch. Ne? Also über die Hälfte sind wir schon, glaube ich. Deswegen speichere ich jetzt mal. Und würde dann sagen, vielen Dank, Freunde. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Ne? Also dann, ciao, ciao.